Wenn man eine gesunde Einstellung zu den Menschen hat und wenn man vielleicht das, was ich versuche mitzugeben, sich von vornherein bewusst macht, weg von dem reinen Patientengedanken, weg von den reinen Mitarbeitergedanken, hin zu dem Gedanken interne, externe Kunden, hat man schon so einen gewissen Mindset-Shift meiner Meinung nach vollzogen, dass man sagt, okay, im Prinzip bin ich Dienstleister als Chef für beide Gruppen. Und damit übernehme ich auch automatisch eine gewisse Chefrolle, die nicht jetzt primär autoritär führend ist. Die brauche ich schon zum Teil, sowohl gegenüber dem Patienten wie auch gegenüber dem Mitarbeiter, denn die wollen auch nicht und können auch nicht alles selber entscheiden. You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Martin, wir reden heute über Kunden, über zufriedene Kunden, die sich, glaube ich, jeder Praxisinhaber wünscht und bei denen er sich vielleicht auch fragt, wie kriege ich das denn hin, dass möglichst viele Kunden zufrieden sind. Und ich habe in einem deiner Bücher gelesen, dass es so eine Verbindung gibt zwischen der Mitarbeiterzufriedenheit und der Kundenzufriedenheit. Und ja, da würde ich gerne heute mal ein bisschen mit dir sprechen. Welche Verbindung ist es denn genau? Also heißt es denn zwangsläufig, wenn meine Mitarbeiter zufrieden sind, sind auch meine Kunden zufrieden und umgekehrt? Oder ist es zu einfach gedacht? Es ist vielleicht ein bisschen zu reduziert gedacht in dem Sinne, aber trotzdem enthält es einen ganz, ganz großen wahren Kern. Ich komme da direkt einmal wieder direkt drauf zu sprechen. Thema Touchpoint haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, aber den Touchpoint habe ich auch schon ein paar Mal versucht so darzustellen. Ist im Prinzip, Touchpoint bedeutet ja, dass sich zwei quasi treffen und berühren. Also es gibt einen Berührungspunkt von zwei Elementen oder in dem Sinne dann einmal von den internen und von den externen Kunden. Und das ist klar, dass da, um auch quasi bei der Bildsprache zu bleiben, auf eine gewisse Art und Weise ein Funke überspringen kann. Und das ist tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt, dass, sage ich mal, die zufriedenen Mitarbeiter das natürlich auch ausstrahlen, ist jetzt ganz einfach runtergebrochen. Ja. Und damit die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass auch die Kunden zufrieden, die Patienten zufrieden werden. Warum ist das so auf mehreren Ebenen? Einfach mal über die Ausstrahlung selbst, aber auch dazu, dass ein zufriedener Mitarbeiter einfach auch Dinge vielleicht anders macht als ein unzufriedener Mitarbeiter, eine größere Aufmerksamkeit, Offenheit hat, Zugewandtheit, vielleicht auch mehr in der Lage ist dazu, jetzt sag ich mal, emotional stabil zu agieren auf Situationen, die vielleicht belastend sein können, wie eine Beschwerderückfrage, die man nicht erwartet hat oder solche Dinge. Und insofern ist das sicherlich ein Punkt. Frage ist natürlich, wie kommt es zu dieser Zufriedenheit und was bedeutet das? Das sind so ein paar Dinge, wo wir sicherlich auch gleich drüber sprechen können. Das ist Ja. der eine Punkt. Umgekehrt wird es vielleicht noch klarer, wenn die Mitarbeiter unzufrieden sind, ja, wie sollen sie dann eine positive Stimmung erzeugen bei einem Kunden? Also man sieht das auch ganz oft mal, wenn man irgendwo einkaufen geht oder keine Ahnung, da hat irgendjemand gerade Stress gehabt, ein Problem gehabt, man kommt da rein und dann ist gleich die erste Person, zieht dann eine Flappe oder dreht sich um oder so. Und dann natürlich denkt man, oh, habe ich jetzt irgendwas gemacht? Das heißt, man ist natürlich auch in seiner ganz subjektiven Welt gerade unterwegs und denkt, okay, das hat vielleicht irgendwas jetzt mit mir zu tun oder so. Und es geht um was ganz anderes. Wobei natürlich als Kunde ist es dann auch so, es ist dann nicht meine Aufgabe als Kunde dafür zu sorgen, dass sich der Mitarbeiter wohlfühlt, sondern das sollte irgendwie intrinsisch passiert sein. Ja. Ja, das ist dann auch manchmal so. Würdest du denn sagen, dass, also wenn das wirklich ja so verzahnt ist, ich meine wahrscheinlich nicht immer, aber in vielen Fällen, dass zufriedene Mitarbeiter auch tendenziell zufriedene Kunden quasi, kann man sagen, generieren oder zumindest ja hervorrufen. Ja. Würdest du denn sagen, dass viele Praxisinhaber vielleicht den Fehler machen, dass sie nur sagen, ja komm, mein Hauptziel ist die Kundenzufriedenheit und die sich gar nicht so auf die Mitarbeiter fokussieren, die das quasi ignorieren, dass das so zusammenhängt? Im Prinzip ist das ein total interessantes Modethema, was gerade läuft, wo ich selber jetzt auch meine eigene Meinung jetzt dazu habe, wo ich dann auch vielleicht manchmal abweiche von anderen auch. Ich habe selber auch gestartet mit einer ganz klaren Kundenzentriertheit, Patientenzentriertheit, die bei wirklich nahezu 100% gewesen ist. Zumindest habe ich es nach außen hin so kommuniziert. Vom Inneren her war es für mich eigentlich immer wichtig. Und ist es immer noch wichtig, auch wenn das manche Mitarbeiter auch heute im Team vielleicht nicht immer genau verstehen, dass wir eine gewisse familiäre Atmosphäre auch im Team haben. Das finde ich tatsächlich wichtig. Also eine gewisse Grundharmonie, eine Kultur und so weiter, die muss da sein. Habe ich aber gar nicht so im Fokus gehabt, sondern tatsächlich fokussiert auf die Patientenzufriedenheit.
Was ich jetzt heute sehe, wenn man mal auf LinkedIn guckt oder sonst irgendwo, wo irgendwelche Recruiting-Leute oder HR-Experten und so weiter sprechen, da wird im Prinzip jetzt im Moment gesagt, ja, wir müssen jetzt hundertprozentig auf die Mitarbeiterzufriedenheit gehen, weil wir jetzt gerade ja auch, es ist gerade Fachkräftemangel und diese ganzen Sachen. Ja, wir müssen jetzt 100% unser Augenmerk auf die Mitarbeiter richten und dies und das und Mitarbeiterboni und was kann man alles Tolles für die machen und was weiß ich. Und dann geht das mit den Kunden und den Patienten auch von ganz alleine. Ich glaube, wie immer im Leben ist das so ein bisschen, man braucht von beiden. Wenn man eine gesunde Einstellung zu den Menschen hat und wenn man vielleicht das, was ich versuche mitzugeben, sich von vornherein bewusst macht, weg von dem reinen Patientengedanken, weg von den reinen Mitarbeitergedanken, hin zu dem Gedanken interne, externe Kunden, hat man schon so einen gewissen Mindset-Shift meiner Meinung nach vollzogen, dass man sagt, okay, im Prinzip bin ich Dienstleister als Chef für beide Gruppen. Und damit übernehme ich auch automatisch eine gewisse Chefrolle, die nicht jetzt primär autoritär führend ist. Die brauche ich schon zum Teil, sowohl gegenüber den Patienten wie auch gegenüber den Mitarbeitern, denn die wollen auch nicht und können auch nicht alles selber entscheiden Muss immer. ja Und auch da nichts brauchen wir eine gewisse Negatives Führung. sein. Genau, Ja. brauchen wir eine gewisse Führung zumindest. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, dass ich gleichzeitig aber auch dieser klassische Servant Leader, nennt man das international, dass ich also auch ein dienender Chef bin, was manche vielleicht gar nicht so genau verstehen. Aber ich bin dann schon manchmal derjenige, der den Weg freiräumt für die Prozesse, die dann so im Alltag laufen, an denen ich vielleicht gar nicht selber beteiligt bin. Dass ich Mitarbeitergespräch geführt habe von jemandem, der unzufrieden bin, dass ich die Ressourcen, also die Ausstattung der Praxis verändert habe, dass ich die Prozesse verbessert habe, dass dann die Arbeit leichter wird und so weiter, was dann zu einer höheren Zufriedenheit auch wieder führen kann, dass ich eine bessere Rolle für eine Mitarbeiterin gefunden habe, in der sie besser performt, was für mich gut ist, aber auch für sie und natürlich auch für den Kunden, den Patienten dann am Ende des Tages wieder, wenn die Mitarbeiterin dies am besten kann, dann auch die Dienstleistung dann entsprechend unmittelbar erbringen. Und so weiter und so fort. Das heißt, es ist wieder so ein Konglomerat. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, ja, es ist auch wieder so eine Teamsache auf eine bestimmte Art und Weise. Ja, es ist auch ein Geben und Nehmen und so weiter. Das ist wichtig. Da können wir vielleicht hingehen, dass wir sogar auch nochmal weiter fokussieren. Wenn ich als Chef schon scheiße drauf bin, ja, dann werden meine Mitarbeiter nicht gut drauf sein und dann werde ich auch keine zufriedenen Kunden haben. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wenn sich von der Kundengruppe auf die Mitarbeitergruppe überträgt, dann könnte man ja diesen Schritt weitergehen und sagen, es überträgt sich auch vom Chef auf die Mitarbeiter. Das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Also ist es auch die Gefahr, wenn ich als Chef, ja gut, wenn ich einen schlechten Tag habe, wahrscheinlich jetzt erstmal nicht, aber wenn ich halt, sagen wir mal, einen schlechten Führungsstil habe und ja so pessimistisch bin und so weiter, dann überträgt sich das auch weiter. Und dann geht es ja auch wieder zum Kunden letztendlich. Genau, oder viele Dinge, auch wenn die Rolle des Chefs halt, was weiß ich, sag ich mal, viele sagen, ja, ich komme immer wieder zu dem Thema, weil es gibt immer wieder welche, die sich so als Super-Empathen bezeichnen und die sind ja so emotional und das ist so toll. Aber das kann auch manchmal ganz große Nachteile haben, weil das auch eine gewisse Rationalität und manchmal verhindert oder einen Sachebenenbezug verhindert und eine gewisse Impulsivität auch mit sich bringt. Ich gebe mal ein Beispiel, was ich damit meine. Der Chef muss vielleicht gar kein schlechtes Beispiel haben. Jetzt kommt irgendein Patient, der hat einen schlechten Tag gehabt. Und er beschwert sich jetzt massiv bei den Mitarbeitern. So, und jetzt sagen die Mitarbeiter dem Chef, da ist ein Patient, der sich beschwert. Jetzt kann natürlich auch der Chef auf verschiedene Art und Weisen reagieren. Boah, wieso beschwert er sich? Der kann sich aufregen. Der kann jetzt nochmal zu einer unangenehmen Sandwich-Situation für den Mitarbeiter führen, weil er sich selber nicht im Griff hat. Ja. Ja? Ich gehe dahinter auch hin und mache das und löse das Problem, alles gut. Aber erstmal hat er eine Scheißlaune und lässt das am Mitarbeiter aus. Und wenn er sich dann auf Deutsch gesagt, ich weiß, wird jetzt was gestrichen, aber so will ich halt, hat er sich erstmal ausgekotzt vor seinem Mitarbeiter, dann kann er wieder seinen Job vernünftig machen gegenüber dem Patienten. Und der Patient ist dann super freudig, sagt, oh, der Chef ist ja so toll. Und die Mitarbeiterin sitzt dann dazwischen und sagt, boah, der Chef ist ein Blödmann. Ja, ich Ja. bin mit meinem Problem gekommen, hat er mich erstmal angemacht und dann hinterher ist er dann super lieb zu dem Fall, was soll das denn? Ja, das kann also auch sein, dass dann irgendwann auch die Situation entsteht, dass die Mitarbeiter gar nicht mehr mit dem Chef sprechen mögen über so ein Problem, weil der nicht adäquat in dem Moment reagiert, auch wenn er es hinterher lösen würde. Dann sagen die, dann bleibe ich lieber ein paar Patienten und bat das aus, als dass ich dann von dort auch nochmal eins abkriege. Es ist natürlich ein sehr komplexes Zusammenspiel, was es dort entsprechend gibt. Und Ja. natürlich muss man dann auch wieder gucken, was haben wir dann für eine Journey? Wo sind die konkreten Touchpoints? Wo kann ich dann wieder auch einzahlen auf das Thema Zufriedenheit von diesen verschiedenen Gruppen, die dort da sind?
Und da jetzt vielleicht, weil wir gerade mal den Chef als quasi den Kopf des Ganzen gesehen haben und man sagt ja, der Fisch, der riecht immer vom Kopf her auch, ist es auch so wiederum, dass ich als Chef hier auch, und das ist, lernen die meisten wirklich erst im Coaching, die kommen da selber nicht drauf, weil man es einfach sich mal objektiv damit beschäftigen muss. Was sind jetzt meine eigenen Rollen? Was ist meine eigene Journey? Wo sind meine eigenen Touchpoints? Wo zahle ich eigentlich auf mein eigenes Wohlbefinden und indirekt auch auf das Wohlbefinden der anderen dann ein? Durch welche Maßnahmen und wie kann ich das vielleicht auch strategisch einfach mal objektivieren, indem ich mir selber einen Prozess klar mache. Wir haben ja schon an anderer Stelle beim Beschwerdemanagement zum Beispiel gelernt, dass es unheimlich hilfreich ist, aus dieser emotionalen Geschichte rauszukommen oder aus so einer Rechtfertigungsfalle rauszukommen, indem man ein festes Protokoll hat, wie man mit jemandem umgeht, der eine Beschwerde hat. Dieses Latte-Konzept zum Beispiel. Ja. Das heißt, wir kommen hier wieder, wir haben wieder so ein Tool, dass wir was objektivieren, abstrahieren quasi, damit wir schnell aus der emotionalen Verquickung, aus der Impulsivität, aus der Reaktivität rauskommen in ein geplantes, kontrolliertes, effizientes Verhalten, das primär lösungsorientiert ist, worauf immer es dann entsprechend ausgerichtet ist. Boah, ich merke aber schon, dass meine nächste Frage ist viel zu allgemein gestellt. Da steht nämlich ganz naiv: Was kann ich als Praxisinhaber tun, um die Zufriedenheit meiner Mitarbeiter zu steigern? Aber ich höre ja schon raus, es ist schwierig. Nee, Also ich finde ist das gar nicht naiv, weil das ist ja genau die Frage, die gestellt wird. Da würde ich auch so gerne drauf eingehen. Wir können quasi erstmal auf eine gewisse akademische Art und Weise uns damit im ersten Schritt einmal auseinandersetzen, indem ich zwei Begriffe in den Raum werfe. Das ist einmal das Kano-Modell, das haben wir schon an anderer Stelle gelernt, ja. dass für die Zufriedenheit gewisse Faktoren vorhanden sein müssen. Basismerkmale, Leistungsmerkmal, Begeisterungsmerkmale. Das gilt für interne wie externe Kunden. Dann sollten wir wieder schauen, was gibt es noch? Es gibt zum Beispiel die Bedürfnispyramide nach Maslow, wenn man so will. Das heißt, da müssen, die guckt euch einfach mal an, googelt die mal, es ist total spannend. Einfach, da ist auch bestimmte Grundbedürfnisse müssen erfüllt werden. Darauf aufbauen gibt es verschiedene Stufen bis zur Spitze, wo man wirklich komplettes, freies, selbstentschiedenes Leben, selbstkontrolliertes Leben und so weiter führen kann, was sich auf den Praxisalltag beziehen lässt. Ja, dazu, damit man das entsprechend anwenden kann, sollte man diese verschiedenen Stufen zumindest grundsätzlich kennen. Es geht nicht im Detail, dass man dies jetzt so umsetzt, sondern dass man versteht, was sind die Grundbedürfnisse? Was geht darüber hinaus? Wie kann ich so die Kirsche oben auf die Sahne draufpacken? Was ist dort psychologisch gefragt? So, dann kann ich nämlich im nächsten Schritt wieder hingehen. Ich kann jetzt wieder verschiedene Dinge zusammenführen. Ich kann mir jetzt meine Personas nämlich angucken. Da haben wir auch an anderer Stelle drüber gesprochen. Meine Avatare von Kunden oder von externen oder internen Kunden, also Mitarbeitern, und kann sehen, okay, was sind jetzt die Ansprechkanäle? Was sind die Persönlichkeitstypen? Was sind die Erwartungshaltungen? Was sind die Bedürfnisse von meinem individuellen Mitarbeiter? Dann schaue ich mir an, in welcher Rolle ist dieser Mitarbeiter tätig und an welchen Touchpoints kommt der zum Einsatz in dieser Rolle. Und jetzt kann ich auch wieder die Touchpoints angehen und die so optimieren, dass ich diese Faktoren da mit drin habe. Und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, weil manche sagen, boah, ich zahle meinen Mitarbeitern doch schon das höchste Gehalt in der Region, die sind immer noch unzufrieden. Oder wir haben doch einen Tischkicker und einen Obstkorb und was weiß ich. Ja, das ist alles gut und schön. Das sind alles Stilmittel, die wir auf LinkedIn irgendwo gelesen haben oder irgendwann ein fachfremder Coach mal beigebracht hat, die aber nichts mit unserem tatsächlichen Leben zu tun haben, denn da geht es um ganz individuelle Dinge. Es gibt Leute, die finden es geil, das höchste Gehalt zu haben. Und das sind dann auch welche, das kenne ich bei mir auch. Den kann ich 100 Mal sagen, boah, wäre es nicht besser, wenn du bei mir im Labor vielleicht einen Nebenjob hättest und dann vielleicht gleichzeitig noch eine Altersvorsorge eingezahlt wirst, weil dann könnte ich das Budget, was ich für dich zum Zahlen habe, in ein viel größeres Netto umwandeln. Das heißt, du kannst richtig viel davon einkaufen gehen. Für die ist aber, das gibt es zum Beispiel dann auch, jetzt kommen wir wieder auf ein weiteres Thema quasi kurz zu sprechen. Es gibt bestimmte Kaufmotive, nennt man das eigentlich. Aber das ist halt auch sowas, was sind so Wunschdinge, die erfüllt werden. Da gibt es jetzt welche, die haben Status als Hauptwunsch. Das sind, die sagen halt, ja, mein Ziel ist es, ich will am meisten Geld verdienen von meiner Familie, ich will das höchste Brutto haben. Oder gerade in unserem Frauenberuf ist manchmal, ich will genauso viel Brutto haben wie mein Mann. Weil sonst sagt er immer, keine Ahnung, du die kleine Frau oder irgendwie so. Das ist da manchmal ein Thema. Also das klingt jetzt total komisch, aber das ist tatsächlich so. Wie bei Genau. Kunden, als wir mal gesagt hatten, ne? Die haben ja auch individuelle Vorstellungen, was sie haben möchten, ob sie eine kurze Behandlungsdauer haben möchten, ob sie einen geringen Preis haben, einen niedrigen Preis haben möchten, was auch immer. Da hat jeder seine individuellen Vorstellungen dann. Ja, und das kann manchmal auch irrational sein, wie so ein Bruttogehalt.
Wenn ich die Möglichkeit hätte, das Netto deutlich zu pimpen durch irgendwelche geschickten Maßnahmen mit meinem Steuerberater zusammen beim gleichen Brutto, hätten wir eine Win-Win-Situation im Prinzip. Auf der finanziellen Ebene, nicht auf der psychologisch-emotionalen Ebene, wo wir jetzt gerade uns befinden. Das ist Ja. wieder der Punkt. Andere sagen, ja, ich möchte den Obstkorb. Andere sagen, ja, cool, können wir nicht zusammen kochen mit den Mitarbeitern? Dann sagt die nächste Mitarbeiterin, boah, ich bin hier zum Arbeiten. Das sind auch nicht meine Freunde, sondern das sind meine Kollegen. Und jetzt wollt ihr womöglich noch in der Freizeit nach der Arbeit. Nee, da gehe ich Ja. zu meiner Familie oder zu meinen Freunden. Ja, ist vollkommen berechtigt, ist vollkommen okay. Das ist auch Ja. nicht, da kann man auch nicht sagen, die Chemie stimmt nicht oder das passt nicht, sondern es ist einfach eine unterschiedliche Problematik. Und das haben wir auch immer wieder, wenn wir dann sagen, ach komm, was machen wir denn an Weihnachtsfeier? Ja, dann machen wir irgendwas, dann wissen wir auch vorher schon, okay, 90% sind zufrieden, 10% werden sich beschweren. Oder werden sagen, okay, oh, hätten wir doch lieber was anderes gemacht. Ja, dafür leben wir dann in der Demokratie am Ende des Tages, sodass dann irgendwer am Ende sich der Mehrheit beugen muss. Ja. Aber das sind jetzt wieder zurück von ein bisschen zu viel Gelaber in die verschiedenen Endpunkte dieser Punkte sozusagen hin zu den tatsächlichen Fakten. Je mehr wir wissen über die einzelnen Personen, über unsere Prozesse, über die Einsatzbereiche, über die Bedürfnisse, die Wünsche und die Erfüllung des Ganzen, desto besser können wir dort reingehen. Dann können wir nämlich plötzlich eine maßgeschneiderte Lösung innerhalb unseres Systems, ja, für jeden Einzelnen finden, können dort auch wieder die Touchpoints strategisch gestalten. Ich nenne dafür auch nochmal ein Beispiel. Wie mache ich das in der Regel ganz gerne, um diesem typischen Gespräch zu entkommen, dass ein Mitarbeiter mehr Gehalt möchte? Ich antizipiere das Gespräch. Entweder komme ich dem zuvor und gebe dem eine Gehaltserhöhung schon von mir aus, weil ich meine, dass es verdient. Damit überrasche ich ihn persönlich, mache auch noch was Gutes, weil ich zeige meine Wahrnehmung, meine Wertschätzung des Ganzen nochmal auf einer anderen Ebene, als wenn ich warte, bis derjenige zu mir kommt, weil ich hoffe, ich kann es mir ersparen. Aber auf der anderen Ebene kann ich es halt genauso auch machen, wenn ich weiß, der fängt dann schon an rumzudrucksen. Dann fange ich schon mal an, die ganzen Dinge aufzuzählen, die ich mir vorstellen kann, die derjenige jetzt noch leisten muss, damit ein Gehalt gerechtfertigt ist. Ja, ich verstehe, wie du es meinst. Ja, es ist nur Spaß. Es ist wieder so, Es ist kann ein man jetzt bisschen wieder wieder um die Ecke orthodox gedacht, sagen? Nee, ne? es ist um die Ecke, genau. Das ist das, was ich meine. Genau, aber ja, im Ja, aber Endeffekt das ist geht genau der Punkt. Wie immer, auch in der klinischen Behandlung, das zeichnet Lean Orthodontics auf eine bestimmte Art und Weise aus. Je klarer ich mir über meine Prozesse bin, je klarer ich mir über die Journey bin, auch in der Behandlung passieren nur bestimmte definierte, es passieren nicht unendlich viele Dinge, die passieren können, sondern es ist immer eine definierte Anzahl an Problemen, die auftreten können. Je genauer ich mir klar mache, wie sie auftreten, mit welcher Wahrscheinlichkeit und wann sie auftreten, desto genauer kann ich antizipieren, wann geht es jetzt los. Ja, wenn ich eine Bergwanderung mache und dann gucke ich mir vor, auch den Wetterbericht an. Und wenn ich dann ab 2000 Meter, da fange ich dann an, dass ich mir einen Schal anziehe, den habe ich mir vorher aber schon eingepackt, weil ich weiß, es wird kälter. Und wenn ich dann über 4000 Meter gehe, dann sollte ich vielleicht auch ein Sauerstoffgerät dabei haben oder so. Das sind alles Dinge, die ich vorher antizipieren kann, wo ich vorbereiten kann und wo ich dann sagen kann, jetzt kommt gleich denn die nächste Stufe, dann kommt der nächste Schritt und da reagiere ich dann quasi drauf, aber geplant. Also eigentlich agiere ich gezielt. Und das ist dann auch wiederum etwas, was man den Mitarbeitern mitgeben kann, was dann, sag ich mal, ich will da einen Bereich aufgreifen, was ein wichtiger Faktor total für die Mitarbeiterzufriedenheit ist. Nämlich die Mitarbeiterzufriedenheit grundsätzlich geht meistens weit über Gehalt und solche Dinge hinaus, sondern es geht um zwei konkrete Dinge. Erstens das, was wir auch von Kunden kennen. Ich möchte gesehen werden. Ja, es geht darum, dass der Mensch als solches wahrgenommen, ernst genommen, gewertschätzt wird und da ist. Und diese Wertschätzung, die kann man dann auf verschiedene Arten ausdrücken. Vom Obstkorb bis zum Gehalt, zum Jobfahrrad oder keine Ahnung, bis einfach hin zum Lob oder persönlichen Gespräch. Ja, das kann manchmal ausreichen. Und dann ist es, die Arbeit sollte sinnhaft sein. Das heißt, wir müssen auch klar machen, dass der Mitarbeiter in den Prozess eingebunden ist auf eine Art und Weise, die den Neigungen und Wünschen entspricht, wo aber auch was bei rauskommt, wo dann der Mitarbeiter sagt, dazu stehe ich. Ja. Und das ist auch etwas, da habe ich Bock zu, ja. Und das ist auch, warum ich immer wieder dann auch sage, jetzt komme ich wieder noch einen Schritt weiter. Ich weiß vom Thema eigentlich weg, aber das spielt halt eine Rolle. Was ist unser eigentliches Produkt? Unser eigentliches Produkt ist nicht unbedingt Zahnspangen zu machen, sondern den Menschen zu verhelfen, mit einem selbstbewussten Lächeln durch ihr Leben zu gehen. Und dadurch mehr zu erreichen, als sie ohne das schaffen können. Von Zufriedenheit bis Erfolg, sonst irgendwas. Und da haben wir zu beigetragen, mit dem, was wir gemacht haben, mit unserer blöden, pimmeligen Zahnspange, ja. Da haben wir so wir haben ein kleines bisschen dazu beigetragen, dass genau das passiert ist. Und das ist doch mega. Also, wenn ich das jetzt, ich fasse mal wieder meine berühmte Zusammenfassung jetzt, ob ich es richtig verstanden habe.
Und dann Ja, noch eine gerne. Theorie. Ist ja alles in einem. Pass auf. Oh, du weißt, dass ich vielmal vermutlich dann vielleicht sogar nochmal drauf antworte oder so. Ja, das ist ja auch der Plan. Aber, nee, aber pass mal, wenn es Mitarbeiterzufriedenheit, ne? Also wir haben das geschafft, die Mitarbeiter sind zufrieden, zumindest die meisten. Heißt, Kunden werden zufrieden, heißt, Chef wird auch mit dem Umsatz zufrieden. Also ich formuliere es mal anders. Wird die eine zufriedene Mitarbeiter, also zufriedene Mitarbeiter, wirken die sich denn auch positiv auf den Umsatz letztendlich aus? Also das, glaube ich, ist zu weit gefasst, weil da steckt dann tatsächlich mehr planerisch dann tatsächlich hinter. Sei mal indirekt auf eine bestimmte Art und Weise sicherlich schon. Insofern ein Ja grundsätzlich. Das heißt einmal, die mögliche größere Zufriedenheit der Mitarbeiter kann zu einer möglichen größeren Zufriedenheit der Patienten führen, was zu einer möglicherweise höheren Loyalität und Weiterempfehlungsrate führt, was dann möglicherweise wieder zu einer erhöhteren Ja. Patientenneuaufnahme führt. Okay, da bin ich bei dir. Nummer zwei, wenn das Umfeld soweit stimmt, ist auch die Wahrscheinlichkeit für Upsells oder ähnliches auch nochmal entsprechend größer. Also ich sage mal ganz, ganz blöd, wenn du im Restaurant sitzt, wo du einen steinharten Stuhl hast, ja, und du hast 15 Gänge oder so, dann bist du nach drei, hast du keinen Hunger mehr, weil dir der Hintern so wehtut. Das heißt, da stimmt die Patienten-Journey auf eine bestimmte Art und Weise dann nicht. Weil es hast du dann super Bequemlichkeit oder es kommt jemand und fragt nochmal nach und du hast Individualisierungsmöglichkeiten, was auch immer, hast du ein viel größeres Potenzial für die weitere. Ansonsten ist die Frage, wie viel macht das aus? Das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Hängt davon ab, wo deine Stärken und Schwachstellen in der Praxis dann tatsächlich liegen. Weil grundsätzlich ist es natürlich dann auch noch das Thema Marketing als solches. Wie sind die Dienstleistungsprozesse dann auch aufgebaut? Wie ist die Ergebnisqualität? Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt im Moment ja nur auf den quasi mehr oder weniger rein emotionalen Bereich. Der ist aber ja trotzdem nicht alles. Wir haben ja immer noch auch das Thema, sag ich mal, Information, Sachebene, Expertenstatus und so weiter. Das muss natürlich auch stimmen. Und das ist zum Beispiel auch was, um es da nochmal anzureißen, was manchmal problematisch ist im Umgang, wenn jemand zum Beispiel als Assistenzarzt irgendwo beginnt und ist dann total der coole Kumpel vom Team und steigt dann auf. Plötzlich in die Selbstständigkeit übernimmt dann die Praxis. Dann gibt es plötzlich eine Rollenveränderung, die plötzlich auch dort einen großen Einfluss genau auf dieses Geflecht dann entsprechend hat. Das Ja. heißt, der coole Kumpel, der muss noch lange nicht ein guter Geschäftsmann, ein guter Chef, gute Führungsperson oder sonst irgendwas sein. Könnte möglicherweise sein. Umgekehrt ist es aber auch so, wenn das so ein harmoniebedürftiger Typ ist, ist es vielleicht echt ein Problem für den, wenn er dann merkt, okay, jedes Mal, wenn ich in die Küche reinkomme, sind alle still oder drehen sich weg, seit ich Chef bin. Ja, Na ja, das sind klar. Dinge, die treten auf und die passieren. Insofern kann man auch sagen, ja, ist dann so ein gewisses Zusammenspiel dann wieder. Also wenn sich alle nur einfach wohlfühlen, alles ist super, heißt das noch lange nicht, dass es läuft. Weil das bedeutet nämlich tatsächlich dann manchmal auch, also jetzt auf der Harmonieebene gedacht, vom Chef aus. Ich muss einfach manchmal auch Entscheidungen treffen, die wehtun, die mir wehtun, die anderen wehtun, die hart sind, die klar sind, die direkt sind. Ich kann nicht immer nur als erstes nur das Wohlgefühl von allen im Sinn haben. Ich muss manchmal meine Rolle spielen, Ja. die ich einfach auch habe. Letztens, wir haben jetzt vor kurzem wegen Krankheit eine Mitarbeiterin verloren, die hat mit mir die Praxis aufgebaut. Die hat jetzt fast 20 Jahre hier gearbeitet. Wir haben ein super enges Vertrauensverhältnis gehabt in dem Sinne und ich musste dann mitteilen, ja, sie kündigt nicht, sie geht nicht weg, sonst jemand, sie kann aus Krankheitsgründen einfach nicht mehr kommen. Ja, da sind dann auch, wie ist das so? Ich teile das dann dem Team mit. Die merken dann vielleicht schon auch, dass es mich berührt. Aber es ist nicht mein Job, dann zu sagen, ach Scheiße, was machen wir jetzt und kriegen wir das überhaupt hin und das ist ja so schade und fehlt mir oder sonst irgendwas. Das ist ja nicht mein Job, sondern mein Job ist, okay, wir haben jetzt den Ausfall, wir wissen jetzt, der ist jetzt endgültig oder zumindest langfristig. Wir müssen jetzt sofort uns hinsetzen, Lösungen finden, damit die Prozesskette stimmt, damit die Touchpoints besetzt sind, damit die Rollen verteilt sind, damit jeder weiß, was zu tun ist, damit es nicht hinterher einen Zusammenbruch gibt. Und das wirkt dann vielleicht dann auch in dem Moment für einen selbst oder für andere, die das nicht wissen, was das bedeutet, wirkt das vielleicht dann unsensibel oder kalt oder keine Ahnung. Das haben wir immer wieder das Thema, wo aber dann einfach die Rolle dann einfach gewechselt werden muss. Ja, ich kann mich in der Pause, kann ich dann weinen gehen oder nach Feierabend oder so oder was auch immer ich dann machen möchte oder trauern. Ja, ganz bewusst, sage ich mal so. Das ist sicherlich ein Thema. Aber in dem Ja. Moment muss ich Entscheidungen treffen und ich muss dafür sorgen, dass das Schiff weiter fährt. Und die Mitarbeiter weiterhin irgendwie zufrieden sind. Ja, und die weiterhin Das, zufrieden sind. Genau. Und ja. die können dann manchmal, genau das ist genau der Punkt. Und die können dann manchmal in dem Moment erschreckt sein, dass jemand dann nicht vielleicht sagt, oh, sondern er im ersten Moment einmal sagt, so Leute, nee, erstmal müssen wir jetzt alles regeln. Ja, wir müssen das jetzt klar machen.
Und wir können uns aber nachher nochmal treffen und dann können wir darüber sprechen, was das für mich bedeutet und für dich bedeutet und wie sich das Ja, gerade anfühlt. super. Du, hör mal, ich bin durch mit Ja. meinen Fragen. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir auch da. Für Ja. heute. Ich hoffe, war für dich zu Hause auch wieder spannend und dann bis zum nächsten Mal.